Wir begrüßen Sie zur heutigen Ligapartie. Wolfuß und Frank Puschmann sind für Sie live vor Ort. Und ich erwarte einiges vom heutigen Spiel, Wolf. In wenigen Augenblicken dürfte es dann auch losgehen. Borussia Mönchengladbach wäre bestimmt zufrieden, wenn es heute ähnlich läuft wie bei diesem Auswärtssieg, als es gegen den VfL Wolfsburg ging. Da stand ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf Sie. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Heute spielen sie hier in der 4-5-1-Formation. Heimo Wasserschneider wird das heutige Spiel pfeifen. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Schuss! Tickt zu hoch. Der Ball streift die Latte und geht ins Aus. Er schießt. Tolle Aktion vom Torwart. Und Eckstoß. Stindl. Macht er ihn. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Eigentlich haben wir eine ausgeglichene Partie erwartet. So ehrlich können wir sein, aber sie nehmen den Gegner da ziemlich unter Beschuss. Kann man wohl sagen, Wolf, sie machen hier einiges richtig und versuchen es immer wieder. Diesmal mit Erfolg. Lediglich 7 Minuten haben sie für den ersten Treffer gebraucht. Der Ball kommt. Da kommt der Schuss. Da geht er weit am Tor vorbei. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Er fasst sich ein Herz, zieht ab und der Ball geht links rein. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Chakpa. André Hahn. Und er geht an ihm vorbei. André Hahn. Phänomenal. Ohne Worte. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen.
Stendera. Aigner. Seferovic. Und damit ist der Ball weg. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Seferovic. Es kommt einem manchmal so vor, als wären Zwillinge von ihm auf dem Platz. Er ist einfach überall zu finden. Ja, aber so musst du. Und jetzt ein Schuss. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Gute Gelegenheit, aber kein Tor. Hier sehen wir den Treffer nochmal. So kann es gehen, ein satter Distanzschuss und die Kugel schlägt links ein. Keine gute Verteidigung. Stendera. Guter Körpereinsatz hier. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Gladbach. Dann geht es auswärts gegen den FC Schalke. Und das können Sie sich natürlich gemeinsam mit uns anschauen. Stindl. Macht der Abwehrspieler gut, setzt den Gegner unter Druck und holt so den Einwurf raus. Hier sehen wir den nächsten Gegner der Eintracht eingeblendet. Es geht gegen Hannover 96 im nächsten Match in der Bundesliga. Da ist die Favoritenrolle wohl klar verteilt. Ben Hatira. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Aigner. Er gibt Freistoß, klar. Die Gäste werden wechseln. Stindl. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Dahoud. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Macht er ihn. Ganz knappes Ding. Unter die Latte und dann rein. Der Ball an die Querlatte und dann hinter die Linie. Das sieht natürlich spektakulär aus. Kann aber auch rausspringen, das Ding. So ist es Pech für den Keeper. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Chakpa.
Stendera. Und er schießt. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Und den Ball hat er sich geholt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Aigner. Stendera. Medojevic. Nordpfeil. Abgepfiffen, es gibt Freistoß, den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung, der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Nordfight. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Chakba. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Er schießt. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Medojevic. Ben Hatira. Chakba. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Etwas Pech hatte er im ersten Durchgang. Fast hätte er schon 2-mal getroffen, aber da war das Aluminium im Weg. Trotzdem ein ständiger Unruheherd, ein guter Auftritt. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Da zieht er ab. Phänomenal! Ohne Worte! Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. 4:0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Ben Hatira. Dahoud. Chakba. Abraham. Das ist ein Foul. Freistoß. Chakba. Stindl, was eine Chance, Latte! Und jetzt ist der Ball geklärt. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auf Freistoß geben. Schnell ausgeführt, dieser Freistoß. Super Tor aus der Distanz und der geht tatsächlich rein. Trotz der weiten Entfernung hätte er nie und nimmer so frei zum Schuss kommen dürfen. Ein super Tor. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Da hat er genau Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Torhüter.
Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Stendera. Er versucht's. Dafür fehlt er das Tor. Eigner. Ben Hatira. Chakpa. Weiter geht es mit einem Einwurf. Jetzt Hinteregger. Flum. Stendera. Nordfight. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Da musste der Torhüter nicht eingreifen. Der Verteidiger hat geklärt. Stendera. Jetzt haben sie den Ball. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da passt der Torhüter auf. Jetzt gibt es Eckstoß. Sie bereiten einen Wechsel vor. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Flum. Da verlieren sie den Ball. Dahoud. Gute Aktion vom Torhüter. Gleich kommt der Eckstoß rein. Der Schuss war super, aber die Parade aus Sicht des Schützen leider noch besser. Super Parade. Der Schlussmann war hoch konzentriert und auf dem Posten. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Das war sehr optimistisch, also die Entfernung war dann doch zu groß. Eigner. Haben wir nicht vor dem Spiel noch... Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Eigner. Chandler. Und nun ein Schuss. So wird das nichts. Sie müssen Gas geben, sonst haben sie hier keine Chance. Viele spricht für einen Kantersieg. 5:0 der aktuelle Stand. Aber mit wem bekommen sie es eigentlich als nächstes zu tun? Der kommende Gegner von Borussia Mönchengladbach heißt FC Schalke 04. Und selbst wenn sie da nicht ganz so überzeugend auftreten wie heute, könnte das für einen Sieg reichen. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Und Raphael. Jetzt schießt er. Und da klingelt es im Kasten.
das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Ben Hatira. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Den Ball spielt er raus. Alex Meyer! Und die Flanke kann er nicht richtig verwerten. Nee, er kommt zwar mit dem Kopf dran, aber ohne Druck keine Gefahr. Stendera. Chandler. Eigner. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Er schießt. Da passt der klasse auf. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Gute Aktion, gut geklärt. Da macht er das Spiel schnell mit dem Einwurf. Jetzt ist es vorbei, der Schiri pfeift ab. Eine einseitige Partie heute, fast ein bisschen langweilig. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehe ich auch so, sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Ich bin total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.